Wird nachher Frau Hasseburg noch etwas zur Begrüßung sagen. Ich darf Sie jedenfalls ganz herzlich willkommen heißen an diesem wunderschönen Sommerabend zu unserer Veranstaltung Stuttgart 21 hat Migräne, die Wahrheit über den Stresstest mit Boris Palmer. Ich will die Gelegenheit nutzen, ein paar kurze Worte zum Stand der Dinge nach dem Stresstest zu sagen. Zunächst einmal glaube ich, auch als Mitglied des Aktionsbündnisses sagen zu können, dass es richtig war, dass wir uns entschieden haben, an dieser Veranstaltung letzten Freitag teilzunehmen. Es war eine schwierige Entscheidung. Es gab auch gute Gründe dafür, dass wir ursprünglich gesagt haben, wir wollen an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen. Es war auch eine umstrittene Entscheidung, aber letztlich, denke ich, war es richtig, sie so zu fällen. Leider ist das Ergebnis der Veranstaltung vom Freitag, die Debatte und das Ergebnis zu dieser Stresstestpräsentation hinter die Debatte über den Geisterschen Kompromissvorschlag und auch hinter die Debatte über sein missglücktes Goebbels-Zitat untergegangen. Ich denke, es ist sehr wichtig und ganz richtig, dass wir uns noch einmal mit dem Thema Stresstest befassen. Und ich bin deshalb der Gruppe Architektinnen und Architekten für K21 ausgesprochen dankbar, dass Sie so klug und auch so entschlossen waren, das Thema unmittelbar noch einmal aufzugreifen, Boris Palmer einzuladen, ihn auch tatsächlich zu gewinnen für eine Veranstaltung. Und ich möchte als Mitglied des Aktionsbündnisses, ich denke, Hannes Rockenbauch wird mir das zugestehen, und auch als grüner Stadtrat der Gruppe der Architektinnen und Architekten für K21 ganz herzlich danken für die vielfältigen Aktivitäten, die Sie ergreifen und für das große Engagement, das Sie an den Tag legen. Die lange hier im Rathaus zu sehen war, die auch durch die Lande gezogen ist. Dazu gehört das Plädoyer am Südflügel, das, glaube ich, am kommenden Montag zum 5. Mal stattfindet, mit hochkarätigen Vorträgen immer um 17.30 Uhr vor dem Südflügel und viele andere Aktivitäten. Eine dieser können wir heute Abend genießen. Ich möchte zum Stresstest ein paar, beziehungsweise zur Veranstaltung vom Freitag ein paar Dinge sagen, die mir als eher passiven Teilnehmer an dieser Veranstaltung aufgefallen sind. Ich glaube, im Unterschied zu dem letzten Faktencheck hat dieser Tag, diese Veranstaltung sehr darunter gelitten, dass doch ziemlich viele Akteure mit am Tisch saßen, die an einem rationalen Diskurs nicht besonders interessiert waren. Ich denke, des CDU-Fraktionsvorsitzenden Haug kann man da sicher beitragen. Umgekehrt habe ich es
auch als große Zumutung empfunden, dass dort die Frau Wobberer und der Herr Bob als Vertreter der Region saßen und sich nicht bemüßigt fühlen, auch nur einmal das Wort zu ergreifen zum Thema S-Bahn, das ja eines der Themen ist, die auch durch den Stresstest noch einmal deutlich geworden sind, dass wir hier für viele Fahrgäste mit Verschlechterungen zu rechnen haben. Da hätte ich schon erwartet, dass die Region sich noch einmal zu Wort meldet. Das ist leider nicht geschehen. Zur Debatte der Einbindung des Aktionsbündnisses in den Stresstest, in die Vorbereitungen und so weiter, da möchte ich doch noch mal richtig stellen. Herr Geißler hat es so dargestellt, als hätte das Aktionsbündnis hier halt geschlafen, hätte sich nicht gemeldet, hätte stärker nachhaken müssen. Wir haben etliche Briefe auch öffentlich vorgelegt, in denen ausdrücklich gefordert wurde und auch detailliert dargestellt wurde, schon im Dezember 2010, wie das Aktionsbündnis sich diesen Stresstest vorstellt und wie es sich vorstellt, dort eingezogen zu werden. Es gab einen sehr ausführlichen Brief dann im Januar von Herrn Wölfle an den Schlichter, Herrn Geißler. Und da sind alle Dinge aufgeführt, die jetzt von Herrn Geißler so vom Tisch gewischt wurden. Man hätte sich ja mal melden können. Das ist in ausführlicher Art und Weise geschehen. Das möchte ich hier noch einmal klarstellen. Auch die Aussage, dass das Aktionsbündnis von der alten Landesregierung in ein Dialogforum eingeladen worden wäre, unter Leitung von Professor Höhler, und in diesem Dialogforum wäre der Stresstest behandelt worden, ist gelinde gesagt schlicht unwahr. Herr Professor Höhler hat sich an die Vertreter des Aktionsbündnisses gewendet. Es gab Gespräche mit ihm, einen Gesprächstermin, und dort wurde klipp und klar deutlich von ihm gesagt, bei diesem Dialogforum geht es um eine baubegleitende Maßnahme, bei der man Fehler und Verbesserungen von Stuttgart 21 aufarbeiten möchte, um das Projekt besser zu machen. Das haben wir als Aktionsbündnis natürlich abgelehnt, an einem solchen Dialogforum teilzunehmen. Dann zur Frage über den Tiefbahnhof. Das ist mir besonders sauer im Nachhinein noch einmal aufgestoßen, dass hier dem Tiefbahnhof in isolierter Form irgendwann Premiumqualität bescheinigt werden sollte. Dieser Versuch, das haben wir allerdings in der Debatte vergessen, das hätte man direkt auf den Tisch bringen müssen, stand in groteskem Widerspruch dazu, dass die Ausführungen von Herrn Hopfensitz zum Kopfbahnhof zurückgewiesen wurden mit dem Argument, man könne doch nicht isoliert den Kopfbahnhof betrachten, man muss doch auch die Zulaufstrecken betrachten. Das gibt erst das ganze Bild. Beim Tiefbahnhof wollte man dann genau umgekehrt argumentieren, um diesen isolierten Bahnhof eine hohe Leistung bescheinigen zu können. Und dann, und deswegen bin ich froh, dass wir heute Abend auch nochmal Boris Palmer hören können, wurden viele der, oder fast alle der präzisen und im Detail an den Aussagen des Auditors SMA nachgewiesenen Aussagen, die schwerwiegende Kritikpunkte an dem Stresstest erbracht haben. Diese Ausführungen von Boris Palmer wurden letztlich gar nicht mehr richtig diskutiert. Die sind ja einfach nur vom Tisch gewischt worden und es wurde gesagt, naja, das haben wir alles schon irgendwo irgendwie dann beachtet. Das ist also im Raum stehen geblieben und wird heute gar nicht mehr richtig diskutiert. Und das bedauere ich sehr. Jetzt wird viel diskutiert über den Kompromissvorschlag von Heiner Geißler. Ich finde, und auch die Grüne Gemeinderatsfraktion findet, das ist ein ernsthafter Vorschlag. Der muss ernsthaft und gründlich, ergebnisoffen und transparent geprüft werden. Es gibt keinen Grund, den voreilig vom Tisch zu wischen. Es gibt aber noch keinen Grund, auch voreilig von Kopfbahnhof 21 Konzept abzuweichen. Die Politik hat den Auftrag zu prüfen und auch das Aktionsbündnis wird sich intensiv mit diesem Vorschlag auseinandersetzen. Die Stadtverwaltung Stuttgart, der Oberbürgermeister, hat nach sage und schreibe anderthalb Arbeitstagen festgestellt, dass die Stadt Stuttgart den Geißlerschen Kompromissvorschlag ablehnt. Das ist auch im Amtsblatt auf Seite 6 dann ausgeführt. Kombibahnhof schlechtere Lösung. Also zum einen gilt diese Entscheidung,
Wie die Stadt Stuttgart zu dieser Lösung steht, entscheidet nicht der Oberbürgermeister mit seinem Pressesprecher. Aber wir Stuttgarter Gemeinderäte, wir wollen in solche Dinge einbezogen werden und wir haben bei der Planungshoheit das gewichtigste Wort zu sprechen und insofern kann von einer abschließenden Prüfung durch die Stadt Stuttgart, wie es via Pressemitteilung rausgegeben wurde, nicht die Rede sein. Es wurde kein gemeinderätliches Gremium damit befasst, es wurde kein einziger Stadtrat damit befasst. Es gab mit Sicherheit auch keine Arbeitsgremien in der Verwaltung, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ich vermute, das ist ein reines Werk der Presseabteilung. Das werden wir dem Oberbürgermeister aber nicht durchgehen lassen. Jetzt bedanke ich mich. Allen einen erkenntnisreichen Abend mit Boris Palmer. Vielen Dank.